Divertikulitis und ihre Behandlung. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um eine gutartige Darmerkrankung, die dennoch unter bestimmten Umständen operiert werden sollte. Es geht um die Divertikulitis. Das ist eine Entzündung bestimmter Bereiche im Darm. Bei mir ist Dr. Robert Jenner. Er ist Oberarzt im Department für Chirurgie in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Jenner. Vielen Dank. Erklären Sie uns nochmal, was ist Divertikulitis? Also generell sollte man erstmal erklären, was Divertikel sind. Divertikel sind Ausstülpungen in der Darmwand, im Dickdarm vor allem kommen diese Divertikel vor und vor allem im linksseitigen Dickdarm. Mhm. Es ist ja so, dass der Dickdarm sich erstmal von der rechten Seite aus erstreckt. Da zieht er einmal hoch, läuft im Oberbauch einmal quer rüber, läuft auf der linken Seite einmal runter und macht einen S-förmigen Verlauf, bevor dann der letzte Abschnitt der Mastdarm kommt. Mhm. So Divertikel können im gesamten Dickdarm auftreten. Vorwiegend kommen diese Divertikel, diese Ausstülpungen der Darmwand, aber im S-Darm vor. Das heißt im linksseitigen Darmabschnitt, im letzten Dickdarmabschnitt, bevor der Mastdarm kommt. Da, wo ordentlich Druck drauf ist, ne? Genau, das ist auch eine sogenannte Hochdruckzone und deshalb entstehen auch diese Divertikel. Mhm. Divertikel sind, wie schon gesagt, gutartige Ausstülpungen der Darmwand, wo die Schleimhaut sich durch kleine Muskellücken hindurchdrückt. Und diese Divertikel treten relativ häufig auch auf und manchmal können diese sich auch entzünden. Ah, das heißt, eigentlich kann die jeder kriegen, oder? Genau, also es ist so, dass wir heutzutage zunehmend mehr Patienten haben, die Divertikel bekommen. Es ist ganz klar zu beobachten, dass je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Divertikel zu bekommen. Ungefähr kann man so sagen, ab dem 70. Lebensjahr hat jeder zweite Mensch Divertikel. Aber die müssen sich nicht entzünden. Nee, oder? Es ist tatsächlich so, dass ganz viele asymptomatisch sind, also keinerlei Beschwerden haben und nie Beschwerden bekommen werden. Allerdings ein Viertel der Patienten, die Divertikel haben, können im Verlauf der Zeit dann auch eine Divertikelentzündung, eine sogenannte Divertikulitis, dann bekommen. Mhm. Ist das schlimm? Da muss man immer unterscheiden, um was für einen Schweregrad der Entzündung sich handelt. Prinzipiell, einfach gesagt, kann man unterscheiden, es gibt unkomplizierte Divertikelentzündungen und komplizierte Divertikelentzündungen. Die meisten Divertikelentzündungen sind unkompliziert. Das heißt, wie der Name schon sagt, ohne schwerwiegenden Verlauf, ohne großartige Einschränkungen. Zum Teil müssen Antibiotika genommen werden. Manchmal muss man auch stationär in der Klinik behandelt werden, aber da ist noch keine Operation notwendig. Mhm. Anders hingegen ist es bei den komplizierten Formen. Bei einer komplizierten Divertikulitis, da handelt es sich immer um so eine schwere Entzündung, wo es im Prinzip zu einer Perforation, das heißt zu einem Durchbruch dieses Divertikels gekommen ist. Manchmal hat man das Glück, dass so eine Perforation sich dann abdeckt durch andere Organe, durch Fettgewebe im Bauchraum. Und das muss dann definitiv unter stationärer Überwachung bleiben. Und man braucht auch ein Antibiotikum, am Anfang am besten über die Vene und muss auch eine Nahrungskarenz erstmal einhalten, beziehungsweise erstmal eine Schonkost einhalten. Also ich gehe jetzt mal dazwischen. Also diese Ausstülpung gehen nach außen im Darm. Sie Ganz gehen nicht genau. nach innen. Nein. Kann daraus Krebs werden? Nee, aus den Divertikeln direkt kann nicht Krebs entstehen. Ja. Krebs entsteht meist aus kleinen Schleimhautwucherungen im Darm. Ja. Polypen sind die Vorstufe und die können dann im Laufe der Zeit entarten. Das ist aber im Prinzip eine Einstülpung nach innen in den Darm sozusagen. Anderes. Und die Divertikel sind Schleimhautausstülpungen durch kleine Muskellücken am Darm. Das heißt, es sind kleine Ausstülpungen. Genau. Aha. Und ich habe verstanden, also wenn die sich entzünden, das macht unter Umständen wahrscheinlich auch Schmerzen. Und Entzündung im Körper ist sowieso nicht gut. Genau. So, und dann Antibiotika drauf, aber schon zum Arzt gehen, nicht alleine. Genau, also viele Menschen, Null-Diät, manche oder? Kennen das tatsächlich, wenn sie das
häufiger schon erlebt haben, dann kennen Sie die Beschwerdesymptomatik. Mhm. Für Menschen, die das noch nie gehabt haben, ist das immer ganz neu. Die erste Symptomatik, die man erlebt, ist, dass man Unterbauchbeschwerden hat, vorwiegend linksseitige Unterbauchbeschwerden, weil auch die meisten Divertikel eben auf der linken Seite im Darm vorkommen. Und je nach Ausprägung dieser Entzündung kann es dann natürlich auch dazu kommen, dass Fieber entsteht. Manchmal kann man auch als Symptom noch Durchfälle bekommen. Im Blut sind dann auch deutlich erhöhte Entzündungswerte nachzuweisen. So, und jetzt sind wir bei den Komplikationen. Das heißt also, Sie sprachen hier eben, glaube ich, schon vom Durchbruch. Mhm. Die können platzen, die Divertikel, oder? Genau. Ursache dafür ist, dass es immer zu kleinen Erosionen kommt. Das ist im Prinzip ja nur die Schleimhaut, die sich ausgestülpt hat durch kleine Muskellücken. Und wenn da zum Teil zu viel Druck auf den Divertikeleingang im Prinzip kommt, dann kann es da zu einer kleinen Durchblutungsstörung kommen und dadurch bedingt dann auch zu einer Entzündung. Mhm. Und diese muss dann eben auch entsprechend therapiert werden. Genau. Ja, genau. Ich habe gehört, da kann es auch irgendwie so Abszesse geben, also da kann sich Eiter bilden oder es kann, Fistel ist ja auch so ein Wort, das einem selten begegnet, aber wenn, dann ist es richtig schlimm. Können Sie uns das auch nochmal erklären, also was man da, was da alles passieren kann mit diesen Ausstülpungen? Genau. Diese Abszessbildung, Fistelbildung, all das gehört schon zu diesen komplizierten Divertikulitiden, ja. Also Divertikelentzündungen. Ja. Die entstehen meistens dann, ich meine, der Darm, der ist ja auch mit Stuhl gefüllt, da sind Bakterien drin. Und wenn es dann zu einer Entzündung kommt, dann ist es auch mal wahrscheinlich, dass sich da Bakterien dann eben besser vermehren können. Und dann kann ein Abszess entstehen, sprich eine Eiteransammlung. Ja. Je nach Größe von der Eiteransammlung muss man dann auch gucken, dass man diese Eiteransammlung erst einmal entlastet und dann am liebsten durch eine Punktion, wo man quasi von außen durch die Haut eine kleine Drainage in diesen Verhalt einlegt, damit dann der Eiter auch ablaufen kann und die Entzündung dann wieder besser abklingen kann. Und unter welchen Umständen muss man wirklich operieren? Es gibt unterschiedliche Ursachen, wann man operieren muss. Bei den unkomplizierten Divertikelentzündungen muss man in der Regel nicht operieren. Eine Operationsindikation besteht meistens nur bei den komplizierten, wobei man da auch heutzutage eher auf dem Rückzug ist und gar nicht mehr so viel operiert, wie es früher einmal der Fall war. Generell kann man sagen, eine Perforation sollte man operieren, wobei man da auch unterscheiden muss, ist diese Perforation abgedeckelt, dann wartet also hält man etwas anderes, genau. Die dicht, genau. Muskulatur. Da ist im Prinzip ein Loch im Darm. Und wenn Fettgewebe, andere Darmanteile das abdeckeln, dann kann man Glück haben, sodass der Stuhl nicht in die Bauchhöhle austritt und dann muss das auch erstmal nicht operiert werden. Allerdings sollte das dann definitiv stationär überwacht werden. Mhm. Wenn aber wirklich ein Loch im Darm ist, also so ein Divertikel frei in die Bauchhöhle perforiert ist, dann kann Stuhl auch in die Bauchhöhle austreten. Und dann ist das eine Notfalloperation. Weil das Gift ist, ne? Fürs genau, das gibt dann, das führt dann dazu, dass eine Bauchfellentzündung entsteht. Ja. Das kann tatsächlich lebensbedrohlich werden. Mhm. Es gibt dann aber auch noch andere Formen. Viele Menschen leiden tatsächlich auch chronisch an so einer Divertikelkrankheit. Das ist nicht besonders schlimm, muss man sagen, allerdings für viele dann sehr, sehr lästig. Manche kriegen eine Divertikelentzündung alle paar Jahre am Anfang und im Verlauf kann das dann manchmal auch so sein, dass sie wirklich alle paar Wochen so eine Entzündung bekommen, wo sie dann wieder Antibiotika nehmen. Und das kann extrem lästig sein, auch gerade wenn man mal irgendwie in den Urlaub fahren will und immer mit diesen Sorgen leben muss, dass so eine Divertikelentzündung auftreten kann. Aha, die muss man dann aber wahrscheinlich nicht sofort operieren, sondern da kann man sich einen guten Zeitpunkt suchen, während bei den anderen Komplikationen Sie ja dann wohl doch auf die Tube drücken wollen, oder nicht? Genau. In diesem Fall, wo wir diesen chronischen Verlauf haben, dann ist es immer schön, einen entzündungsfreien Zeitpunkt abzuwarten. Und das ist frühestens 6 bis 8 Wochen nach der letzten Divertikelentzündung, wobei man gerne auch immer ein bisschen länger zuwartet, einfach weil dann die Entzündungsreaktion aus dem Gewebe auch rausgeht und die Operation dann etwas einfacher ist. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Operationen. Was heißt denn das? Bei einer Operation, es ist ja so, wie gesagt, die meisten Divertikel kommen im S-Darm vor, im sogenannten Sigma. Mhm. Da
ist es dann bei einer Operation immer das Ziel, auch diesen Darmabschnitt zu entfernen. Also heißt den Darmabschnitt, wo die meisten Divertikel vorkommen. Es ist allerdings auch so, und das muss man den Patienten auch immer erzählen, dass man einen Patienten nie divertikelfrei bekommt. Ja. Oder häufig nie divertikelfrei bekommt. Mhm. Weil auch Divertikel, auch wenn sie meistens linksseitig vorkommen, auch mal im querverlaufenden Dickdarm oder im rechtsseitigen Dickdarm vorkommen können. Dann nur vereinzelt. Aber auch das ist möglich. Das heißt, das Ziel bei der Operation ist es wirklich nur, den Darmabschnitt zu entfernen, wo die meisten Divertikel sind und damit einhergehend auch diese Hochdruckzone. Ja, um dann wenigstens das meiste zu erwischen von denen, und weil Divertikel als solche ja nicht so schlimm sind eigentlich, ne? Es sei denn, sie entzünden sich, einfach drin lassen, die restlichen, genau, in anderen Abschnitten. Wenn Sie da so einen Teil des Darmes rausnehmen, kann das, also wache ich dann am nächsten Morgen auf und dann ist mein Darm ein Stück kürzer, ich merke nichts und gehe nach Hause, oder kann es auch anders für mich laufen? Klar, es gibt immer viele, viele unterschiedliche Verläufe. Im besten Falle, und das ist das natürlich, was wir immer anstreben, ist, dass wir möglichst im entzündungsfreien Intervall operieren, möglichst nicht im Notfall. Und dann können wir den Eingriff nämlich auch in einer minimalinvasiven Technik durchführen oder auch robotergestützt durchführen. Da braucht man nur viele kleine Schnitte. Nicht wie früher einfach einen großen Schnitt von oben bis unten. Das hat einfach auch den Vorteil, dass die Patienten dann schneller fit sind, schneller wieder auf die Beine kommen und häufig dann auch gar keinen künstlichen Darmausgang brauchen, der in einer Notfallsituation gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja, genau, auf den wollte ich raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so ungewöhnlich ist, dass man sagt, oh, jetzt wollen wir erstmal, bis das wieder zusammengewachsen ist, da nicht so viel Druck drauf geben. Und darum leiten wir den Stuhl vorher ab. Ist das so oder ist das doch selten mit einem vorübergehenden künstlichen Darmausgang? Ja. Also auch in einer Notfallsituation, wenn man da operiert und einen künstlichen Darmausgang anlegen muss, ist das häufig nicht so, dass der dauerhaft bleiben muss. Allerdings ist es häufig dann ein endständiger Dickdarmausgang, und diese Rückverlegung, die ist häufig dann doch etwas aufwendiger, wo man auch wieder einen großen Schnitt machen muss. Generell, was wir eben anstreben, ist im entzündungsfreien Intervall operieren, schauen, dass wir eine neue Darmverbindung machen und im besten Falle ohne künstlichen Darmausgang auskommen. Wenn einer dann im geplanten Intervall notwendig ist, dann schauen wir, dass es ein vorübergehender künstlicher Dünndarmausgang ist, der dann auch in einer relativ kleinen Operation wieder zurückzuverlegen ist. Wie lange hat man als Patient erst einmal mit der Operation selber zu tun? Man muss immer unterscheiden. Ist es jetzt ein elektiver, also ein geplanter Eingriff im entzündungsfreien Intervall, oder ein Notfall? Ein Notfall muss schon planen, dass er knapp 2 Wochen da ist, je nachdem, wie ausgeprägt die Entzündung ist, je nachdem, wie ausgedehnt die Operation war. Mhm. Wenn wir das jetzt aber geplant angehen, dann ist es so, dass wir den Patienten immer empfehlen, dass sie sich 7 bis 10 Tage einmal Zeit nehmen. Mhm. Im besten Falle können sie allerdings schon nach 5 Tagen nach Hause. Und muss man dann monatelang aufpassen mit sich, oder? Ja, man muss natürlich am Anfang etwas auch die Ernährung umstellen, schauen, dass man sich gut ernährt, ballaststoffreich ernährt, dass man nicht allzu viel blähende Nahrungsmittel zu sich nimmt. Aber sonst kann man im Prinzip relativ normal wieder weiterleben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!